Aber nein, ich sag's noch und dann... Ach du Scheiße. Haben wir zurzeit dreimal Champion oder wie? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich glaube, euch geht's zu gut. Oh Gott. Heftig. Einfach nur heftig. So, einmal hier nach unten. Nein. Oh, wie auch immer ich da jetzt keinen Schaden bekommen habe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ganz viele Bomben. Oh. Oh, wenigstens sind da heute keine Masken dabei. Aber ich habe die Vermutung, das kommt noch. So irgendwie. Kann mir nicht vorstellen, dass es das schon gewesen ist. Und da haben wir den Boss. Sehr gut. Pille? Bad Gas. So, nochmal kurz. Das war der Angstfurz. Und ab zum Boss. Ah, der Tod. Okay. Einmal hier kurz mein Item benutzen. Für mehr Damage. Aua. Wobei ich es so mache, ich werde mir die Full Health Pille für Isaac aufheben. Denn, bei so einem Boss zu sterben, ja, ist jetzt nicht so das Problem. Das Problem sehe ich eher mal wieder bei Isaac. Moment, kurz oben, so. Denn da ist es schon schön, wenn man hier quasi doppelt HP hat. Ach Gott, renne ich dem Ding auch noch rein. Ja. So, komm her jetzt. So, Cube of Meat. Das heißt, der ballert jetzt auch wieder ein bisschen mit uns mit und ab in die nächste Ebene. Und Curse of Darkness finde ich jetzt gar nicht nett. Das war so klar, das war so klar. Oh Gott. Okay. Das war das One-Up. Zweimal... Oh Gott. Bombs are keys? Nee. So. Zumindest weiß ich, hier liegt noch eine Full-Health-Pille. Ach, du Schande. Lust und Superlust. Das könnte hier der erste Punkt sein, wo ich meine... Lass mich raus! Wo ich meine Full-Health-Pille brauche. Boys of Steel. Ich hänge hier fest. Boah. Ekelhaft. Oh. Oh, kommt schon. Ihr seid lästig. Aber so richtig. So, wir gehen weiter nach links. Und du? Möchtest sterben, habe ich gehört. Oh. So, ach du Schande. Hier ist schon mal nichts. Also der Weg war schon wieder umsonst. Hier oben vermute ich mal auch nichts. Doch, zweimal Gertie Junior. Wieder in Champion-Form. Warum nicht? Wer kann, der kann oder wie? Na klar. Euch geht's doch wirklich zu schlecht, oder? Normaler Gertie Junior und zweimal Champion. Ach Gott.
Stirb! Wow. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Einfach nur wow. Und auch noch sowas. So. Was hätten wir denn hier links? Ein halbes Herz, das ist nett. So. Dieser Weg war hier wieder völlig umsonst und ich könnte heute, falls ich bis zur Eise komme, mal wieder so ein bisschen die Bombentaktik anwenden, ne? Und die ich das letzte Mal angewendet habe, denn heute habe ich Homing Bombs. Oh, Hallöchen. Okay, Bomben ist immer gut. Boah, was haben die heute mit Gertie Junior? Was? Wie viel der Raum ist das jetzt, wo Gertie Junior kommt? Nee, nee, nee. Oh. Okay. Bombe für eine Bombe lohnt sich nicht. So, komm mal her. Opferraum. Nö. Nö, 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 nö. Mal eine andere Frage. Wo war ich jetzt eigentlich noch nicht? Hier oben ist nichts. War ich? Moment mal. Da war ich. Bin ich eventuell noch nicht hier runtergegangen? Naja, sieht fast so aus. Oh Gott. Diese Laser heute. Diese Treubomben. Und da wäre noch ein Arcade. Das heißt, ich könnte vielleicht meine Herzen noch ein bisschen aufpeppen. Also zumindest, dass ich wieder volles Leben habe. Oh Gott. Ja. So, was hätten wir da? Aber. Lass mal sehen. Two of Diamonds. Ja, 66 Münzen. Vielleicht kann ich da noch so... Aha. Das ist natürlich auch nett, mir hier ein paar Seelenherzen noch zu holen. Oder vielleicht die ein... Ja. So viel zum Thema Seelenherzen. Aber zumindest könnte ich die vielleicht wieder voll machen. So, komm mal her. So. Ich bräuchte bitte noch ein Herz. Genau das. Dieses eine Herz hättest du mir geben können, denn dann hätte ich von hier verschwinden können. Aber nö, 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 nö. Bomben. Ja, okay, die sind vielleicht für Isaac nicht schlecht. Wenn ich hier wirklich wieder auf die Bombentaktik umsteige. Aber ich hätte trotzdem noch gerne ein Herz. Ach komm, nerv doch nicht. Muss ich dir jetzt wieder mit Sprengung drohen, bevor du mir dieses eine Herz gibst, oder wie? Ach ja. Komm, rück raus jetzt. Dann hau ich wieder ab hier. Geht doch. Und ich lasse ihn mal vorsichtshalber noch stehen, denn wer weiß, was hier... Naja, viele Räume werden hier nicht mehr kommen. Aber wer weiß, wie ich mich hier wieder anstellen werde. Oh. Aber so wie es aussieht, nicht allzu schlecht. Bombe. Ab zum Mom. It lives! Ja, es lebt. So, hier gleich mal wieder Bombentaktik. Stirb.
Ach kommt, was soll's. Ach, das Ding kostet 2 Herzen. Auch gut zu wissen. Ach, wahrscheinlich kostet es hier in dieser Ebene 2. Weil man hier auch normalerweise mehr Damage bekommt. Das könnte natürlich durchaus möglich sein. Aber. Ja. Aber das ist es mir auch, wenn ich ehrlich bin, wert. Denn ich kriege ja normalerweise von Mom auch das ein oder andere Herz. So. Oder von denen hier. Das ist natürlich auch nett. Oh, da ist was Explosives dabei. Ich habe es gerade gesehen. Und genau jetzt juckt es mich an der Nase. Das ist sowas von mies. Scheiße. So, einmal geslowt. Oh Gott. Ich hasse diese Typen. Wenn sie geslowt sind. Ne? Noch meinen, sich umdrehen zu müssen. Deine Fliegen interessieren mich nicht, Duke. Wobei der. Oh, könnte lästig werden. Also wenn ich wirklich auf ein Herz falle, dann nehme ich meine. Ja. Ja. So, kommt mal her hier. So, geslowt. Stirb. Ach ja, schöner Soundbug. Wie immer. Aber. Ich muss sie nehmen, ich komme da nicht drum rum. Ich möchte jetzt nicht sterben. Oh, come on. So, denn ich komme hier wieder raus. Das heißt, ich hole mir noch die andere Full Health Pille. Und dann ist das alles wieder in Ordnung. Zum Glück liegt hier noch eine. Puh. Boah, der Run geht schon wieder eine Stunde. Das ist Wahnsinn. Und ich komme jetzt erst in die Cathedral. Keine Ahnung, warum ich im Moment so lange brauche. Das liegt hundertprozentig an Maggie. So, die Frage ist natürlich, wo versteckt sich Isaac? Eventuell links. Schon wieder zweimal Gemini. Und ich hoffe echt, dass ich hier nicht zu viele Herzen verliere. Dass ich meine Full Health Pille wirklich für Isaac aufsparen kann. Aua. Das hatte natürlich sein müssen. Warum auch nicht? Mit was ich schon wieder so ein leichtes Problem habe, ist wie gesagt, dass wir ein bisschen wenig Damage machen. Klar, mit dem Razorblade ist der Damage dann schon in Ordnung, aber unsere Tiersgeschwindigkeit mal wieder. So, Bombe. Und ein Seelenherz. Okay. Scheiße. Nein! Oh nö. Mann. Könnte ich hier nicht noch eine Full Health Pille finden? Tears down, ja klar. Mhm. Und ich habe hier was vergessen. Und zwar den Geheimraum. Super Greed, nee. Und tschüss. Muss jetzt nicht sein, dass ich bei dem auch noch meine Herzen verliere. Oh, angenehmer Raum. So. So, die erste. Boah. Der war richtig fies. Nein. Oh
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe mal, hier ist Isaac. Ja. Sauber. Nein. Wenn es geht, hier jetzt nicht noch unbedingt... Oh, Herz zu verlieren. Wow. So. Ab zu Isaac. Maggie versus Isaac. So. Ich zünd das hier trotzdem mal. Moment. Erstbombentaktik. Alle Bomben eben mal taktisch einsetzen. Nein! Ich hab doch Homing Bombs! Warum wollt ihr die nicht? So. Drei Stück hebe ich mir noch auf. Oh, weg hier. Ich möchte mit Maggie in the Chest kommen. Oh, mal ein bisschen konzentrieren, Leute. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen ruhig, aber... Lieber gerade mal ein paar Sekunden ruhig, als dann wieder hier drauf zu gehen. Klar, wir haben noch die Full Health Pille, aber wenn ich die natürlich, sag ich mal, mitnehmen könnte, das wäre doch richtig nice. So. Ja, ist gut. Okay. Oh, ach, scheiße. Eineinhalb Herzen noch. Vielleicht sollte ich nochmal eine Bombe setzen. Nochmal die letzte... Ah, oh, ich habe keine Bomben mehr. Puh. Komm, Isaac, stirb! So, da kommt der Polaroid-Effekt. Boah, the Crucifix has appeared in the basement. Ja, ne? Ihr wisst, was das heißt. The Chest. Scheiße. Okay, einmal das hier benutze. Tears Upgrade. Full Health Pille. Dann einmal den Würfel nehmen. Alles rerollen. Harlequin Baby. Full Health Pille benutze. Und der Rest ist ja alles Mist. So, was hätten wir denn hier? Ich habe keine Bombe. Doch, ich habe gleich eine Bombe. Und zwar so. Zack. Was gibt's denn da? Ein paar Münzen. Ja, da kann ich mir auch nicht wirklich was von kaufen. Wohin? Nach oben vielleicht. So, einmal hier durch. Hier, oh Gott, hier durch. Und hier ist natürlich nicht Isaac. Oh, erstmal die Gehirne noch wegmachen wegen der roten Suppe. Oh, als nächstes das hier. Nächsten Gehirne. Das sind ja eigentlich Räume, die sind relativ in Ordnung. Also da kann man wirklich mit leben in the chest. Aber wenn ich hier zum Beispiel wieder zweimal Superlust oder so bekomme, da... Ja, da vergeht mir die Lust dann dran. Muss ich ja ehrlich so sagen. So, komm schon. Münze. Nee, hier gehe ich nicht weiter. Boah, dass ich hier jetzt gerade kein Damage genommen habe, das ist ein Wunder. So, dann würde ich sagen, hier nach rechts. Ach du Schande. Ihr seid aber heute wieder aggressiv. Aua. Musste das jetzt sein? Hm? Und wieso slowt mein Gisch eigentlich nicht? So. Nummer 1 ist weg. Dass sich die dann immer noch so zur Seite wegschieben, irgendwie, keine Ahnung.
So, ein Raum noch. Oh, angenehm. Aber hier bloß keinen Schaden nehmen. So, der Würfel ist fertig. Unsere drei Kisten nochmal rerollen. Ja, komm hier. The Crow Inside Infestation. Der Dead Bird, nee, muss ich jetzt nicht haben, ne? Zweimal Super Sloth, okay. Das sollte irgendwo, glaube ich, machbar sein. Hoffe ich jetzt mal. The Mulligan wäre jetzt nice gewesen. Statt Infestation. Das muss ich ja mal so sagen. Aber ihr wisst ja selbst, das, was man sich in Isaac wünscht oder was man in Isaac gerne haben würde, das bekommt man sowieso nicht. Boah, hier geht's so rund. Der ganze Boden hier ist schon kaputt. Könntet ihr das nicht mal unterlassen? Der ganze Boden ist schwarz. Aua. Und ich sag noch, das dürfte machbar sein und dann kotzt er mir die Spinnen genau auf den Kopf. Poison Bombs. Okay. So, einmal hier nach unten. Und da haben wir das Blue Baby. Na, erstmal die Lust hier. Die Lust ist sehr anstrengend. Lust, verzieh dich, sonst vergeb mir die Lust. Ach Gott. Die Frage ist natürlich jetzt, mache ich jetzt noch einen Raum? Mit der Gefahr, dass ich Herzen verliere, dass ich meine Items nochmal rerollen kann, oder gehe ich gleich zu Isaac? Das ist jetzt eine gute Frage. Boah, dankeschön. Ich glaube, ich werde es riskieren, noch einen Raum zu machen. Ja. Wow. Genau, spreng dich selbst. Ich glaube, das war nicht mal eine schlechte Idee. Mr. Boom, nee, ich werde jetzt nochmal kurz die zwei Items rerollen. Und dann geht's zum Blue Baby, ne? Hätte ich mir jetzt ja nicht gedacht, nachdem der letzte Run mit dem Blue Baby so schlecht lief, das nochmal, ne? Money is power. Das ist doch ein geiles Item. Ja, PhD. Yeah, make him with style. You are ugly. Ach ja, so, zumindest haben wir jetzt Damage dabei. Und dann würde ich sagen, wir werden jetzt das Blue Baby erstmal so ein bisschen mit Bomben piesacken. Die Fliegen von ihm tun uns ja sowieso nichts. So. So. Aber man sollte nicht so nah rangehen. Aber so, das war's mit den Bomben und jetzt drauf. Oh. Nein. Viereinhalb Herzen noch. Sollte sich vielleicht ausgehen. Aber nur vielleicht. So, könnten meine Fliegen hier mal ein bisschen attacken. Dankeschön. So, Phase Nummer 3. Und sollte ich es jetzt nicht allzu doof anstellen, müssten wir das eigentlich packen. Stunde und 12 Minuten. Wieder mal. Boah Gott, die Runs werden immer länger. Jo, das packen wir. Das packen wir. Das packen wir. 3,5 Herzen noch, komm. Okay. 2,5 noch und die lästigen Biester hier. Maggie's Faith has appeared in the basement. Schön. So, rein da. Der nächste Charakter, mit dem wir The Chest abgeschlossen haben, ist richtig gut. Richtig gut.
Das heißt, wir haben das jetzt, glaube ich, mit Kane. Und mit Maggie. Und hatten wir das nicht mit noch einem Char? Ne, Moment mal, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir so Chests geschafft haben. Mhm. Jo, aber ich muss sagen, hat wieder Spaß gemacht, auch wenn der fast ein Viertel Stunden ging, der Run. Werde ich auch wahrscheinlich wieder in drei Parts geteilt haben. Denn sonst schaffe ich das Ganze nicht mehr mit der Aufnahme. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.